Der Uhl, jetzt für die Fraktion der Sozialdemokraten unser Kollege Lars Klingbeil. Bitte schön, Kollege Lars Klingbeil. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Uhl, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich auf Ihren Redebeitrag eingehe. Ich glaube, ich lasse es lieber, das wird ausreichend kommentiert werden an anderer Stelle. Ich will Ihnen aber versichern, es wird ein Innenpolitiker der SPD reden, es wird ein Rechtspolitiker der SPD reden, die Fraktionsspitze hat geredet und jetzt redet ein Netzpolitiker. Und ich würde mir übrigens wünschen, auch die Union hätte heute einen Netzpolitiker reden lassen. Ich sage Ihnen, da könnten selbst Sie in Ihrer eigenen Fraktion viel lernen. Sehr geehrte Damen und Herren, vor über einer Woche hat der Chaos Computer Club seine Erkenntnisse über den Bundestrojaner veröffentlicht. Er hat aufgezeigt, dass offensichtlich von staatlichen Behörden zum Zwecke der Strafverfolgung in Computer eingegriffen und dabei deutlich die Grenzen des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2008 überschritten wurden. Das Vertrauen, den Rechtsstaat brüllt man nicht herbei, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat wird durch eine solche Aktion angekratzt, und anstatt schnell und unverzüglich und umfangreich Aufklärung zu leisten in den zuständigen Ausschüssen, in der Fragestunde, aber auch hier in der Aktuellen Stunde, laviert diese Regierung, versteckt sich hinter fadenscheinigen Erklärungen und widerspricht sich dabei am laufenden Band. Und ich sage Ihnen, diese Regierung trägt dazu bei, dass der öffentliche Vertrauensverlust in staatliches Handeln unvermindert weitergeht. Und dann gibt der Bundesminister, der Verfassungsminister als Anmerkung, ein bemerkenswertes Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in dem er auf die Veröffentlichung des Chaos Computer Clubs angesprochen sagt, ich zitiere, der CCC hat nichts aufgeklärt, sondern dem Chaos in seinem Namen alle Ehre gemacht. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Minister jetzt hier ist, aber ich will Ihnen eins sagen, wenn man die Verantwortung für die Trojaner weit von sich weist, wenn man zunächst von einer unklaren Rechtslage spricht und dann diese doch als gegeben sieht und wenn man dann sogar die Nachladefunktion, die eine Überschreitung der Grenzen auch des Bundesverfassungsgerichtes darstellt, wenn man diese Nachladefunktion gutheißt, dann ist es einzig und allein die schwarz-gelbe Regierung, die den Titel Chaos Club mit Leben füllt und niemand anders sonst. Und ich will für meine Fraktion eins ganz deutlich sagen, es ist dem Chaos Computer Club zu danken, dass wir diese Debatte heute hier öffentlich führen können. Hier wurde Kontrolle und Aufklärung geleistet, die ich mir von staatlichen Stellen gewünscht hätte. Deswegen ist Dank angebracht und keine Beschimpfung. Das Internet bietet eine riesige Chance, staatliches Handeln transparenter zu machen und die Bürgerinnen und Bürger auch in politische Prozesse viel stärker einzubinden. Und ich bin mir sicher, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat gerade durch das Instrument des Internets gestärkt werden kann. Aber wir wissen auch, dass das Netz Herausforderungen und Risiken mit sich bringt, Herausforderungen, die wir sorgfältig diskutieren müssen und wo wir immer eine Abwägung finden müssen zwischen individuellen Freiheitsrechten und den berechtigten und notwendigen Sicherheitsinteressen. Aber in einer Sache müssen wir uns doch einig sein, wenn wir eingreifen in die Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger, dann muss technisch, rechtlich und auch politisch die Kontrolle sichergestellt sein. Und was wir hier erleben mit der schwarz-gelben Regierung, ist die Offenbarung eines Kontrollverlustes in technischer, rechtlicher und politischer Hinsicht. Und ich zitiere aus einer Anfrage der SPD-Fraktion zum Thema Online-Durchsuchung. Da haben wir den Bundesinnenminister gefragt, wer berät sachverständig die Sicherheitsbehörden und das Bundesinnenministerium bei der Konfiguration von Online-Durchsuchungen? Die Antwort des Innenministeriums besteht aus einem Satz. Die Sicherheitsbehörden und das Bundesinnenministerium verfügen grundsätzlich über genügend Sachverstand. Sehr geehrte Damen und Herren, was wir erleben und was wir heute hören, ist doch, dass der Sachverstand nicht ausreichend vorhanden ist. Und wenn wir dann über Fragen wie Zuverlässigkeit diskutieren, wenn wir heute hören, dass der Quellcode nicht bekannt war, dass man Instrumente eingesetzt hat, wo nicht bekannt war, was sie können, dann sage ich Ihnen, hier wird staatliches Vertrauen gefährdet. Sie haben die Katze im Sack gekauft, Sie wussten nicht, was Sie tun, und ich erwarte von einer Regierung, dass sie jederzeit hier öffentlich auch Verantwortung übernehmen kann und aufklären kann, was sie tut.
Und wenn der Staatssekretär dann vorhin in der Fragestunde auf die Antwort, ob man eigentlich die Vergangenheit von Digitask, ob man die kennt, wenn darauf geantwortet wird, dass Digitask von heute ist, nicht mehr das von früher, dann sage ich Ihnen auch, hier geht weiter Vertrauen in staatliches Handeln verloren. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche mir, dass wir die neuesten Erkenntnisse nehmen, um auch noch mal über die Verhältnismäßigkeit solcher Instrumente zu diskutieren. Ich kann den Kollegen von der Union nur empfehlen, und mittlerweile ist er da, Peter Altmaier zu lesen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Freitag. Ich glaube, da kann man viel lernen. Ich würde mir wünschen, dass in dieser Diskussion seitens der Union weniger Uhl und mehr Altmaier herrscht. Ich glaube, dann kommen wir auf eine vernünftige Debatte, die wir dringend brauchen. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Kollege.